Seit wann werden die Stipendien verliehen? Das ist dieses Jahr das vierte Mal, dass wir Stipendien vergeben können. Das heißt, der erste Jahrgang ist gerade aktuell nach 3 Jahren ausgelaufen. Wie entwickeln sich die Zahlen der Stipendiaten? Die Zahlen sind relativ konstant bis leicht wachsend, würde ich sagen. Also die Zahl der Bewerbungen, die Zahl der Stipendien ist ja gleichbleibend bei 20 jedes Jahr. Und was erhalten die Stipendiaten? Die bekommen zum einen eine finanzielle Unterstützung, um gut in Studium und Ausbildung starten zu können. Das ist so, dass die Studenten und auch die Leute, die eine kostenpflichtige Ausbildung machen, was ja im sozialen Bereich leider total oft der Fall ist, von uns 300 Euro im Monat bekommen. Die Leute, die in der Ausbildung schon Geld verdienen, bekommen 150 Euro Zuschuss. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es während der Zeit auch begleitende Bildungswochenenden gibt, wo die jungen Leute Zeit haben, sich nochmal mit so großen, aber sehr wichtigen Themen intensiver auseinanderzusetzen, vielleicht eine eigene Haltung zu entwickeln, und sich auch miteinander zu vernetzen und auszutauschen. Und dann kann man sagen, gibt es noch eine dritte Säule, das ist so die Begleitung durch uns. Also wir unterstützen dann auch gerne noch bei der Suche nach dem Praktikumsplatz oder bei der Frage, ich bin jetzt fertig, wo könnte ich mich vielleicht bewerben oder, da stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Super, Dankeschön.